Das geht eigentlich hier noch. Ich platziere den jetzt einfach mal hier. Da kann man auch noch dran vorbeigehen. Jawohl, der leuchtet auch so cool. Guckt mal. Der sieht voll crazy aus. Nice. Schön. Der hat auch so diese Partikel. Guckt mal. Die kommen jetzt nicht von meinen Tieren, glaube ich. Die kommen schon von dem... Und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved mit der Mod Eternal von der Map Ragnarok. Ihr habt mir einen ganz wahnsinnig wichtigen Tipp gegeben. Ich habe ja in den letzten paar Folgen mich gewundert, wie man denn noch besser an so Dino-Herzen und zum Beispiel auch Dino-Blut rankommen kann. Und habe mich halt gewundert, dass die Viecher, wenn man die tötet, von diesen ganzen Items total wenig droppen. Ja, also da fällt eigentlich immer noch mal so maximal 10, 20 Einheiten Blut pro Tier, wenn man mal eins tötet. Und ihr habt mir gesagt, ich muss, um mehr davon zu bekommen, ganz bestimmte Strukturen bauen, die bei Eternal mitgeliefert werden. Und zwar schauen wir uns das jetzt mal an. Dazu müssen wir jetzt hier mal an die Eternal Workbench rangehen, die wir hier gebaut haben. Diese wunderschöne Workbench ist das, die wir auch schon ganz am Anfang gesehen haben. Und da gehe ich jetzt mal ran. Und wir brauchen, zum Glück brauchen wir, um diese Gegenstände herzustellen, keine Herzen oder sowas. Nein, wir brauchen nur Metall, Polymer und Kristall und Zement und Öl. Das ist jetzt hier alles am Start. Ich crafte das jetzt einfach mal. Das ist nämlich der Eternal Grinder. Ja, und mit diesem Eternal Grinder kann ich zum Beispiel Eternal Rüstungen, also diese orangenen, diese hier, wie heißen sie nochmal? Immortal Rüstungen, die kann ich da drin grinden und wenn ich die da drin grinde, kriege ich dafür nämlich Blut und Herzen. Und hast du nicht gesehen, also ich kriege da alles mögliche an Zeug. Und wir machen am besten sicherheitshalber auch mal die Eternal Industrial Forge. Da habt ihr mir nicht genau gesagt, für was die ist. Vielleicht ist die auch nur normal zum Metall einschmelzen, aber vielleicht kann man ja damit noch was anderes machen. Ja, deswegen nehmen wir das jetzt alles mal an uns. So, und ich nehme zuerst mal den Grinder, weil die Forge wahrscheinlich doch etwas schwerer ist. Muss ich den eigentlich auf eine Foundation setzen? Wartet mal. Nee, den kann ich einfach hier in die Pampa setzen. Ich würde sagen, ich baue den einfach mal hier so hin. Oder? Oder soll ich den nach innen bauen? Ich könnte den auch aufs Dach setzen. Ja, hier innen ist nur so wenig Platz und der ist halt so riesig. Obwohl, naja, nee, wartet mal. Eigentlich könnte man den doch durchaus hier in die Mitte setzen. So riesig ist das Teil nicht. Ich glaube, die Forge ist da im Vergleich dazu doch ein bisschen größer. Das geht eigentlich hier noch. Ich platziere den jetzt einfach mal hier hin. Da kann man auch noch dran vorbeigehen. Jawohl, der leuchtet auch so cool. Guckt mal. Der sieht voll crazy aus. Nice. Schön. Der hat auch so diese Partikel. Guckt mal. Die kommen jetzt nicht von meinen Tieren, glaube ich. Die kommen schon von dem Grinder, glaube ich. Diese grünen Partikel, die da so weggehen. So ein bisschen wie bei den Poison-Tieren. So, jetzt guck mal da mal rein. Da brauche ich jetzt... Oh, guckt mal hier, was wir da alles herstellen können. Ah! Ach, man kann da direkt die Sachen auch produzieren. Das ist ja cool. Wartet mal. Ich brauche Gasoline, ne? Ich glaube schon. Ich nehme das mal raus. Hier aus dem und pack den mal hier rein. Ah ja, einschalten, genau. Was brauchen wir denn für Herzen? Rohes Filet. Rohes Fischfilet brauchen wir für die Herzen. Für die DNA brauchen wir rohes Filet. Ja, ich würde sagen, wow. Und Element kann man hier sogar auch machen. Crazy. Ich würde sagen, wir haben sämtliche, ja, Ressourcenprobleme, was jetzt hier Eternal angeht, haben wir gelöst damit. Bier kann man hier drin auch herstellen. Eine Bingelbeere braucht man dafür. Was ist denn eine Bingelbeere? Ist das auch von Eternal? Interessant. Ja, cool, meine lieben Freunde. Aber irgendwie wurde auch gesagt, ich soll hier Items grinden können. Ich probiere das mal. Welcher Helm ist denn schlechter von denen, die ich dabei habe? Ich probiere das mal mit diesem Helm hier. Der hat nur einen Rüstungswert von 161. Der hier hat einen Wert von 544. Ich versuche das mal zu grinden. Zermale gewähltes Item. Ah, nee, okay. Also da kommt jetzt nichts raus. Kann ich die Kristalle grinden? Nee, die kann ich nicht grinden. Was könnte man denn noch grinden eventuell? Möglicherweise. Hier vielleicht so eine Rüstung. Welche ist denn schlechter? Alpha-Rüstung ist eigentlich ziemlich schlecht, oder? Die sieht ziemlich schlecht aus.
Aber die hier eigentlich auch. Eternal. Wartet mal, ihr habt gesagt, ich soll Eternal-Gegenstände zerkleinern. Nee, da kriege ich irgendwie nur Fiber, Hide und Metall raus. Also das, was man sowieso rausbekommt, wenn man hier das, also so eine Rüstung macht halt, ne? Ich glaube, das ist jetzt nicht sonderlich anders. Da ist jetzt halt die Frage, ich brauche jetzt für dieses Dino-Blut, brauche ich Narcotics. Das heißt, wir machen jetzt hier mal den Dings aus. Ich schaue jetzt mal nach, kann ich denn zufällig hier Narcotics machen gerade? Also ich habe auf jeden Fall schon mal genug Gammelfleisch. So viel ist sicher. Und genau, da brauchen wir eigentlich nur Narco-Berries. Und dann gucken wir mal, dann machen wir mal einfach so ein bisschen Dino-Blut. Denn ich brauche ja auch noch Dino-Blut, ganz wichtig, um meinen Affen zu evolvieren. Das ist ja ganz wahnsinnig wichtig. Und jetzt muss ich mal gucken, sind hier die Farmraten wieder irgendwie reduziert? Nee. Irgendwie doch schon, ne? Wartet mal, habe ich ein Tier? Den Para. Mit dem Para könnte ich hier Bären farmen. Oder mit dem Bären. Mit dem Bären sollte ich vielleicht eher Bären farmen. Warte mal, machen wir mal hier. Ach, habe ich bei dem das Harvesten ausgeschaltet? Wartet mal. Ernteeinstellungen. Nee, hä? Deaktiviere Aufsammeln von Opfer-Items. Deaktiviere den Abbau von Rohstoffen. Ich habe doch... Kann der nicht... Kann der keine Bären farmen? Der Eternal Prime Bär? Das ist ja doof. Anscheinend kann der das nicht. Dann hoffe ich mal, dass der Para das jetzt kann. Sonst wird das hier ganz schön lange dauern mit den Bären, glaube ich. So, schauen wir mal. Para, enttäusch mich jetzt nicht. Bitte sag mir, dass du Narco-Berries bekommen kannst. Bitte sag mir, dass du wunderschöne Narco-Berries bekommen kannst. Hä? Ah, ich wollte gerade sagen, der kann das auch nicht, aber er kann es. Er kann es. So, wunderbar. Hier, so. Zack. Gleich mal ein paar Narco-Berries. Mehr, wir können noch viel mehr aufsammeln. Guck mal, der hat ein richtiges großes Inventar hier, der Knabe. Der kriegt richtig viel mit hier. Wunderschön. So. Nice. Okay, da haben wir die Berries. Kann ich die eigentlich ins Inventar nehmen, ohne dass ich überladen bin? Jawohl. 400 Stück, das reicht erstmal. Dann machen wir ein paar Narcotics draus. Und dank dem Chemietable kriegen wir ja auch eine richtig große Menge. Schauen wir mal. Einschalten. Konsumgüter, Medikamente, 22, aber das sind jetzt nicht 22 einzelne, sondern das sind irgendwie 22, ja, es sind immer 6 Einheiten, ihr seht es. Also 22 mal 6 sind ganz schön viele. Kopf rechnen, das ist nicht so einfach. Mein Kopf ist nicht zum Rechnen gemacht worden. Mein Kopf ist für andere Dinge gemacht worden. Für andere lustige Sachen. Zum Beispiel Blödsinn erzählen. So, 132. Wunderbar. Dann packen wir das mal hier rein. Und wir sagen mal, crafte doch mal bitte 6 Einheiten Dino-Blut. Okay. Also ihr seht schon, wir brauchen da schon eine ganz schöne Menge Narkosemittel. Aber an sich müsste das eigentlich gehen. Ich mach den mal wieder aus, weil der so laut ist. So. An sich müsste das aber eigentlich gut funktionieren. Wir müssen jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr Narco-Berries farmen noch. Aber wartet mal, bevor ich das jetzt mache. Bevor ich das jetzt mache, werde ich mal noch schnell die Forge aufstellen. Denn das interessiert mich mal auch, was man da dran machen kann. Oder vielleicht ist die auch beim Metallschmelzen einfach noch schneller. Vielleicht kann man da gar nichts Besonderes dran craften oder so. So, dann schauen wir doch mal. Ich gehe jetzt mal hier aufs Dach. Ich glaube, das Dach ist eine gute Position. Hier so oben drauf. Ach, die ist ja voll klein. Die ist ja voll niedlich. Die ist ja voll niedlich. Und die kann ich auch hier einfach in die... Ah nein, weißt du, dann machen wir das so. Wir setzen die einfach hier in die Pampa, glaube ich. Weil wenn wir dann irgendwie mit einem Tier ankommen, das Eisenintus hat, dann können wir das gleich hier ausladen. Falls es überhaupt dafür gedacht ist. Müssen wir mal gucken. Kann ich da Industrieschmelze, Eigentümerstoff, der benötigt Benzin zum Betreiben... Ich hole mal ein bisschen Benzin aus dem Grinder. Da hat man ja einen Steck drinne. Und dann schauen wir uns das mal an. Ob wir da Rohmetall machen können. Also ich kann sie schon mal einschalten. Ich mache jetzt mal, ich hole mal einfach mal Metall jetzt.
Muss ich auch noch einfach hier mal so einen Stein abschlagen. Dann kriege ich doch bestimmt ein bisschen. Jawohl. Irgendwie haben sich die Harvesting-Einstellungen ein bisschen verändert, glaube ich. So, sehr gut. 20 Metall. Jetzt gucken wir mal, inwiefern das jetzt anders ist oder so. Schmilzt die? Schmilzt die? Schmilzt die? Tut sie, was sie soll? Tut sie, was sie soll? Irgendwie ja nicht, ne? Oder brauche ich mehr? Irgendwie tut sie ja nicht das, was sie soll. Ich muss mal in das Engramm... Ah, ne, doch. Jetzt hat sie es gemacht. Vielleicht ist die einfach nur schneller als eine normale Forge. Ich kann das jetzt schwer beurteilen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall gibt es diese Eternal Forge. So. Okay, wir schnappen uns jetzt nochmal den Para. Gut, dass wir den gezähmt haben. Jetzt haben wir wenigstens einen Bärenfarmer hier am Start. Und dann holen wir mal ein paar Narco-Berries noch. Am besten hier, schön nah an der Base ran, wo der Affe gerade steht. Und ich kann ja dem Para auch noch ein bisschen Melee-Damage geben, ne? Dann macht er doch noch, dann farmt er doch noch mehr, glaube ich. Alter, das ist voll der Kampf-Para. Guckt euch das mal an. Was der für Ausdauerwerte hat und für Lebenswerte. Crazy. Es ist ja auch ein Roboter. Es ist ja auch der Robo-Bob. So. Immer schön hier Bären farmen. Bären farmen. Bären farmen. Brauchen mehr Bären. Mehr Bären. Vielleicht kann ich ja dann doch den Affen noch evolvieren. Dann müssen wir auch noch das Gammelfleisch aus den Tieren rausholen. Das kriegen wir hin, meine lieben Freunde. Das kriegen wir hin. So, komm schon. Ah, nein. Jawohl. Ist hier noch was? Ja, wusste ich doch, dass da noch einer ist. Hier direkt an der Base sind auch noch Büsche. Die machen wir mal auch noch weg. Auch wenn die irgendwie schön aussehen hier. So vorm Haus. Aber wir brauchen die Berries. Wir brauchen die Narco-Berries. Wir brauchen die Narco-Berries. Lieber Affe, bitte jetzt nicht ausrasten, dass ich dir zwischen die Beine gehe. Es tut mir leid, aber ich muss das mal gerade. Es muss gerade mal sein. Ich muss euch mal allen hier zwischen die Beine gehen. Ich muss an den Busch ran. Moment. So. Achtung. Jawohl. So, wie viel haben wir? Haha, fast 2 Stacks. Nicht schlecht. Aber da geht noch mehr. Da geht noch viel mehr. Wir brauchen mehr. Wir brauchen so viel mehr. Wir brauchen so viele Narcotics. Ich glaube, das geht unterm Strich, wenn ich das so mache, tatsächlich mit den 1000 noch was Blut, geht das schneller, glaube ich, als wenn ich das erfarme. Ich meine, wir haben jetzt für diese 300 noch was Einheiten, haben wir jetzt ja wie viele Folgen gebraucht? Weiß ja nicht, ganz viele auf jeden Fall. Ich glaube, fast 5, 6 Folgen oder so. Und das sind ja dann schon 2 Stunden unterm Strich. Und ich glaube, wenn ich hier jetzt einfach nur schnell mal ein paar Bären farme, wenn das jetzt vielleicht fast eine Folge dauert hier. Aber unterm Strich kriege ich halt so schneller das Zeug. Also die Narcotics und dann damit auch das Blut. Müssen wir nicht 3 Stunden lang irgendwie in der Gegend rumlaufen und hoffen, dass wir irgendwelche Tiere finden, die uns Blut geben. Aber das Problem sehe ich jetzt hier ein bisschen, dass hier irgendwann die Büsche weg sind. Und dann auch nicht mehr so schnell nachspawnen, weil jetzt hier auch Gebäude stehen. Okay, mein lieber Para, dann gib mir doch mal bitte deine Narco-Berries. Jawohl. 3 Stacks. So, jetzt müssen wir mal schnell nochmal gucken, ob die Tiere hier noch Gammelfleisch dabei haben. Genau. Der Griffin hat... Der Affe hat doch bestimmt richtig viel Gammelfleisch. Komm, gib mal dein Gammelfleisch. Jawohl. Nice, nice. Hier auch noch was. Und Narco-Berries hat er auch noch. Alles abgeben. Ihr müsst hier jetzt alles abgeben. Ich muss alles verarbeiten. Moment, erstmal hier. So, der blubbert auch noch fleißig, der Kasten. Herstellen. 84 mal 6. Oh, das ist viel. Das ist richtig viel. Aber wahrscheinlich eh nicht genug. Hat der Tabejara noch Gammelfleisch? Das packen wir mal alles da in die Dings rein. Oh, der hat noch Narcotics. Narcotics brauche ich ja an sich auch eigentlich gar nicht. Wenn der da natürlich schon fertige Narcotics hat, ist das natürlich Bombe, ne? Die können wir dann gleich direkt zu Blut verarbeiten. Und vielleicht schaffen wir das ja in der Folge noch, dass wir den Affen vielleicht noch zum Power-Ape machen können. Oh, richtig viel Gammelfleisch. Guckt euch das mal an. Oh Gott, ich bin überladen schon vor lauter Gammelfleisch. Nee, warte mal, das ist ein bisschen zu viel.
Das ist etwas zu viel. Ich muss noch laufen können hier. Ich muss doch noch laufen können. Das geht doch sonst nicht hier. So, wir brauchen Narcoberries. 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 So, rein damit. Rein damit, rein damit, rein damit. Und wir können nochmal craften. Nee, können wir nicht. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Ein Stack. Ein zweiter Stack, der geht auch noch, glaube ich. Haben wir drei Stacks Narcotics. Nicht schlecht. Da können wir auf jeden Fall einen großen Schwung an Blut draus machen. Also wisst ihr Bescheid, wenn ihr euch fragt, da, wie das geht mit dem Blut, dass es schneller geht, macht einfach diesen Eternal Grinder. Vielen Dank nochmal an alle, die diesen Tipp gegeben haben. Es waren dann am Ende tatsächlich mehrere Leute, die mir das geschrieben haben, dass ich das so machen soll, dass ich dann schneller am Blut komme. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr relevanter Tipp, kann ich an der Stelle nochmal sagen. So, machen wir mal 30 Blut. Okay, aber das ist doch schon ganz schön wenig eigentlich unterm Strich, ne? Also, braucht schon ganz schöne Menge hier an Narcotics. Also, wir müssen Massenproduktion machen. So, da muss ich mal gerade gucken. Für die anderen Sachen brauchen wir Fischfilet und rohes Filet. Also Prime Meat und Fisch Prime Meat. Da interessiert mich jetzt mal. Haben wir noch Prime Meat? Nee, das ist alles schon vergammelt wahrscheinlich. Und ich bin am Verdursten. Haben wir noch Prime? Haben wir noch Prime? Haben wir noch Prime? Das wäre sehr fein. Das wäre sehr fein. Nein, wir haben kein Prime. Warum? Warum haben wir kein Prime? Das darf nicht sein. Wir brauchen doch Prime. Damit reiben wir uns ein. So, okay, wir brauchen wieder Narcoberries. Narcoberries. Ja, da müssen wir mal für Prime Meat auf jeden Fall nochmal farmen gehen, würde ich sagen. Also da müssen wir mit dem Affen doch nochmal losgehen. Weil dann können wir nämlich auch hier... Was brauchen wir jetzt eigentlich nochmal, um den Affen zu evolvieren? Ich muss nochmal nachgucken. Ich hab's schon wieder vergessen. Huch. Affe, sag mir mal, was wir dafür brauchen, um dich zu evolvieren hier. Für einen Power Ape. Für einen Power Gorilla brauchen wir 1500 Dino-Blut, 25 DNA. Ah ja, die Tokens. Da habt ihr mir auch gesagt, die Tokens, die kriegt man tatsächlich nur von den Affen. Also das heißt, ich muss andere Affen töten, um die Tokens zu bekommen. Also müssen wir tatsächlich nochmal dann in dieses Schneebiom nochmal zurück. Irgendwann. Und müssen da mal diese Tokens holen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir jetzt auch direkt. Ich werde jetzt gleich nochmal einen Schwung Dino-Blut machen. Das muss ich mir dann auch wieder in den Kühlschrank packen. So. Und da mache ich mich schon mal direkt auf den Weg. Guck mal hier, das können wir nämlich auch ausschalten. Das muss ja nicht ewig an sein. Und da mache ich mich nämlich direkt auf den Weg. Machen wir nochmal schnell Blut. In dieses Schneebiom. Und vielleicht kriegen wir dann auf dem Weg dahin auch nochmal ein bisschen Blut und Herzen. Jawohl, guckt euch das an. Jetzt haben wir schon fast 400 Einheiten. Dann brauchen wir ja nur noch 1100. Oh Gott. Wir brauchen so viel, meine Fresse. Okay, ich gehe schon mal auf meinen Affen drauf. Hui. Und dann holen wir uns mal in dem Schneebiom holen wir uns noch ein bisschen Zeug. So. Ich sollte vielleicht noch meine andere Rüstung anziehen. Fällt mir mal gerade so auf. Weil ich bin ja hier in der Wüstenrüstung unterwegs und das ist irgendwie ein bisschen nicht so gut. Habe ich jetzt die falsche Rüstung gegrindet? Habe ich nicht schon mal eine bessere Rüstung gehabt als die? Wartet mal. Auf jeden Fall habe ich hier Hosen, die recht gut sind. Nicht, dass ich jetzt hier die falschen Sachen noch grinde. Das wäre ein bisschen doof. Das wäre in der Tat ein bisschen doof. So, dann gehen wir mal los. Wie gesagt, wir müssen jetzt auf das Schneebiom oder in das Schneebiom, da wo wir den Affen hier gezähmt haben. Da müssen wir jetzt hingehen. Ich hoffe mal, dass das alles klappt. Mal schauen, ob wir da vernünftige Mengen jetzt dann an Tokens kriegen. Weil so viele von den Affen laufen da ja jetzt auch nicht rum, ne? Und ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen. Die sind ja auch recht stark, die Affen, wenn die dann so auf den Affen hier losgehen. Dann müssen wir mal schauen, was dann am Ende von dem Affen hier übrig bleibt. Ich habe irgendwas getötet. Ich bin über irgendwas rübergerannt schon wieder. Oh, warte mal, hier sind ja die Drachen. Ahaha. Schnell woanders hin. Schnell woanders hin. Ihr habt mir auch richtig gesagt, dass ich bei den meisten Tieren, also auch bei den Drachen und so,
mit dem Affen den Rockthrow einsetzen könnte. Aber der Rockthrow ist ja an sich eigentlich gar nicht so stark. Wenn wir das jetzt hier mal ausprobieren. Ja, da muss man auch noch treffen. Das ist das andere Problem. Oh, ich sehe auch gerade, die Damage-Zahlen sind gar nicht an. Das ist natürlich doof. Weil guckt mal, ihr seht ja, es ist jetzt normales Standard-Paracer hier. Und ich kann das jetzt hier nicht wegklatschen oder so. Mit einem Rockthrow. Also man braucht schon mehrere Rockthrows, um das Paracer wegklatschen zu können. Man kann es natürlich gut auf Abstand halten. Aber es ist natürlich die Frage, ob das bei so einem Drachen auch funktioniert. Was ist das hier? Ach, ein Hirsch. Ein Babyhirsch! Habe ich ihn getroffen? Ja. Aber er hat überlebt. Er lebt noch. Ist alles gut. Ah, nein! Egal. Ich wollte gar nicht runterfallen. Ich wollte da oben lang. Alles Wurst. Alles Wurst, alles Wurst. Ich weiß auch, dass ich irgendwie in der letzten Folge noch gesagt habe, dass ich gerne einen Indominus Rex zähmen möchte. Aber das habe ich jetzt mal auf die lange Bank geschoben, weil ich jetzt gerne diesen Gorilla erstmal evolvieren wollen würde. Das ist jetzt auch ganz wichtig, dass wir das auch mal schaffen. Ich habe eine Eternal Ashatina getötet. Also so eine Schnecke, eine Eternal Schnecke. Verrückt. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Springen, Affe, springen. Gott, wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier nur gelandet? Im tiefsten Wald, im tiefsten Dickicht. Ah, schnell weg. Nicht, dass ich jetzt hier in irgendwas Gefährliches reinrenne. Zum Beispiel eine Prime Wyvern oder so. Hui. Wo bin ich hier? Oh nein, ein Giga. Oh nein, ein Drache. Warte mal, wir müssen hier weg. Wir müssen weg hier, wir müssen weg hier, wir müssen weg hier. Ah! Weg, einfach weg. Einige werden jetzt wahrscheinlich sagen, töte den Giga. Ja, könnte man theoretisch. Waren das? Oh mein Gott. Wir müssen hier hoch, wir müssen hier hoch, wir müssen hier hoch. Ist der Drache hinter mir her? Ich glaube ja. Muss mal gucken, dass ich ihn versuche abzuhängen. Hier bei den Brontos. Aua. Hey du Schweinepriester, geh weg. Ja, geh auf die Brontos. Geh nicht auf mich. Geht er auf die Brontos? Ich glaube ja, er geht auf die Brontos. Ja, die Brontos liegen. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin ihm von der Schippe gehopst. Ich brauche Tokens. Ich brauche dringend diese Tokens. Ganz dringend. Wer liegt denn hier faul rum? Das kann ich nicht gut heißen, wenn hier jemand faul rumliegt und schläft. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das geht so nicht. So, wir müssen da rüber. Irgendwo hier war die Brücke. Oh, ein Prime-Affe. Moment. Mal den platt machen. Jawohl, ich habe nichts bekommen. Hey, haut doch mal ab. Wie die Trodons auf mich losgehen. Alle tot? Oh. Haha, wie der Jutyrannus. Hey! Gehst du weg von der Leiche? So, jetzt muss ich mal schnell hier ein Blickchen reinwerfen, ob der Affe. Der hat kein Inventar, schade. Der hat nichts gedroppt. Der blöde Affe hat nichts gedroppt. So, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Wie komme ich jetzt hier nochmal? Gegenüber hier war das, ne? Genau, ich muss da hinten hin. Hui! Hui! Und drüber springen. Ah, ne, schade, das geht nicht. Oh nein, hier komme ich nicht hoch. Komme ich hoch? Warum komme ich da nicht hoch? Warum komme ich da nicht hoch? Hier komme ich hoch. Aha, da hinten ist die Brücke, zu der ich wollte. Aber meine lieben Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle ist jetzt erstmal wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Eternal von der Map Ragnarok. Und dann gehen wir über diese Brücke in das Schneebiom und jagen riesige Affen. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.